Ich habe das Gefühl, dass die klassischen Halsbänder so ein bisschen abgelöst werden vom Brustgeschirr. Ich führe meine eigenen Hunde am Brustgeschirr und die Frage ist, was passt zu welcher Situation am allerbesten? Und darüber möchte ich heute mit euch reden. Mein Name ist Marci Samin und wir starten heute mit den zwei klassischen Halsbandtypen. Als erstes mit einem Schlupfhalsband. Hierbei ist es ganz, ganz wichtig, ich zeige euch das mal. Landa, Mäuschen, komm mal hier rüber zu mir. Super, dass der Hund da gerne reinschlüpft, dass man dem das wirklich ganz, ganz behutsam anlegt. Und darauf zu achten ist natürlich, dass auch diese Schlupfhalsbänder hier so einen Zugstopp haben, dass der Hund bloß nicht gewürgt wird. Und wenn das zugezogen ist, dass da zwei Finger breit Platz ist, dass der Hund auf jeden Fall nicht diese Enge hat, aber auch nicht zu groß, dass der Kopf dann einfach mal so durchschlüpft. Genauso mit den ganz normalen klassischen Halsbändern mit so einem Verschluss hinten. Hierbei ist es auch ganz, ganz wichtig zu beachten, dass viele Hunde sehr geräuschempfindlich sind. Ja? Und wenn das hinten Klack macht und die Schrecken zusammen, haben die eine negative Assoziation damit. Auch hierbei ganz wichtig, positive Verknüpfungen schaffen, dem Hund ein gutes Gefühl geben beim Anleihen bzw. Halsband ansetzen und dann ganz leise hinzuziehen und dann gucken, zwei Finger breit Platz, ganz klasse, nicht mehr, dass der Hund nicht raus kann. Super, danke Mäuschen. Und für etwas schwerere Hunde, beispielsweise mein Mädchen, ist so etwas mit ein bisschen stabileren Material, etwas dicker vor allen Dingen, gut gepolstert, ja, eignet sich da um einiges besser. Für sie wäre das schon ein bisschen zu schwer. Doch wann sind Geschirre gegebenenfalls besser geeignet als Halsbänder? Beispielsweise, wenn der Hund zur Leinenaggression neigt oder wenn er beispielsweise am Fahrrad dran ist, mitläuft, beim Joggen beispielsweise, wenn das junge und dynamische Hunde sind, die noch sehr, sehr zappelig sind und sich gegebenenfalls würgen könnten mit einem Halsband, da sollte man den Hund mit einem Brustgeschirr polstern. Und welche Geschirrtypen es gibt, wie man das den Hunden anzieht, dass sie sich wohl dabei fühlen, dazu kommen wir jetzt. Zuerst stelle ich euch das klassische Führgeschirr vor. Beim klassischen Führgeschirr gibt es einen riesen Vorteil. Wenn man vor allen Dingen einen jungen Hund hat, braucht man nicht alle zwei Wochen ein neues Geschirr zu kaufen, weil man das überall richtig schön umstellen kann. Das Ding wächst mit dem Hund zusammen und das ist ein super Vorteil. Jetzt zeige ich euch, wie man so ein Geschirr auch dem Hund ansetzt. Ich habe das häufig gesehen, wenn Leute dann ein Geschirr ausgepackt haben, dass der Hund sich jetzt mal unwohl gefühlt hat, weil da ist ja so etwas, was für den Hund unbekannt ist. Das heißt also, wir bestücken das hier mit etwas Positivem, mit einer positiven Assoziation. Blecki, Blecki, komm mal hier rüber. Super, Mäuschen. Super, schau mal. Super. Ja, dass der Hund da sein Köpfchen gerne durchstreckt, das ist klasse. Und dass man halt eben sehr, sehr behutsam und ruhig eben das hier ansetzt. Super machst du das. Super. Es sitzt fest, es ist richtig stabil. Hierbei ist auch wieder zu achten, dass der Rückenstick nicht zu kurz ist, damit das nicht in den Vorderläufen hier hinten in den Achseln quasi einschneidet. Und wenn das so gut sitzt, kann man dich auch so führen. Ja? Mein Mädchen hat sich schon umgezogen für uns und hat die Y-Geschirr an. Mein Mädchen, schau mal her. Steh, steh. Super, Puppe. Dieses Y-Geschirr eignet sich fantastisch zum Sport machen. Es ist vorne super gepolstert. Hierbei ist auch wieder zu beachten, dass der Rückenstick nicht so kurz ist, dass es sie seitlich halt eben nicht einschneidet. Aber so sieht es super aus und wir können losjoggen. Als nächstes zeige ich euch das Norweger Geschirr. Beim Norweger Geschirr hat man einen einfachen Einstieg. Das heißt also, wenn das der Kopf des Hundes ist, zieht man ihm das einfach über. Es ist vorne fantastisch gepolstert. Hier hinten hat man eine gute Schlaufe zum Festhalten. Allerdings kann man nur an der Seite die Größe verstellen und je nachdem halt, was für ein Körperbau der Hund hat, kann es sein, dass das ein bisschen hier in den Achseln einzieht. Da muss man da einfach drauf achten, ansonsten ist das Ding wirklich gut. Als nächstes kommen wir zum Sattelgeschirr. Man kennt die Sattelgeschirre anhand von diesen Sprüchen, die man an der Seite hängt. Ich finde die ziemlich gut, weil die halt wirklich echt einfach zum Anziehen sind. Man hat hinten so eine Schlaufe zum Festhalten, was auch ganz gut ist, wenn... Also
wenn die Sattelgeschirre sitzen, dann drücken die zumindest nicht auf die Halswirbelsäule oder auf den Kehlkopf. Dadurch hat der Hund so ein bisschen hier die Entlastung. Allerdings ist zu beachten dabei, wenn man einen kleinen Hund hat, die Geschirre sind ein bisschen schwer, ein bisschen klobig, dass das halt eben nicht erschwert. Und vor allen Dingen auch, dass es hinten auf dem Rücken, da kann sich durch die breite Fläche Wärmestau oder Nässestau bilden, dass man da so ein bisschen guckt, dass das gelüftet ist. Ansonsten, Kumpel, du siehst fantastisch aus. Natürlich gibt es auch noch weitere Geschirrtypen, wie beispielsweise so ein Step-In-Geschirr. Aber egal, wofür ihr euch entscheidet, ob Halsband oder Brustgeschirr, ganz wichtig ist, dass eure Hunde sich wohlfühlen. Meine Models haben sich hier fantastisch gefühlt heute. Übrigens habe ich auch noch ein Video gemacht zu verschiedenen Leinentypen. Schaut euch das einfach gerne mal an. Habt ihr irgendwelche Fragen oder Anregungen, einfach unten in den Kommentarenrahmen schreiben. Ansonsten sehen wir uns hoffentlich wieder nächste Woche Sonntag um 17 Uhr. Ciao!